Hallo Leute, willkommen beim Car Mechanic Simulator 2018. Ja, ich habe viele Sachen gemacht, leider offline, und ich bin mittlerweile Level 12 und die Werkstatt hat sich vergrößert. Und ja, das gibt auch ein besonderes so Tools in dem Spiel, da kann man auch sein eigen Banner, so sein eigen Logo reinstellen und ja. Da habe ich das auch gemacht und das sieht auch gut aus mit Redox. Ja, und was ich habe gemacht, eine Schub habe ich gemacht, aber ich werde euch noch in dieser Part euch sagen, was ist eine Schub. Und ich habe mir diese Schmuck oder diese Wagen gekauft, aber ich muss die leider renoviert. Sie werden sehen, die Zustand des Fahrzeugs, ja, da ist viel Reparatur zu machen mit einem Motor, der schön Kilometer stand. 418.000 Kilometer. Ob die Motor anspringt, ich glaube nicht, aber wir können das starten. Vielleicht finden wir raus, was für Defekt hat sie, aber das Interieur ist noch gut. Guter Zustand, muss ich zugeben. Schaut ihr das an? Das ist noch fast wie neu, kann man auch so sagen. So. Das war doch klar. Der Motor springt nicht an. Aber wie gesagt, das wäre unsere Restaurierung am Arbeit. Und da habe ich ein Kundenfahrzeug. Hopp, mach mal die Tür zu. Und vielleicht mach mal schön die Wagen. Muss ich zugucken. Aber erstmal mach mal hier einen Probetest. Probefahrt, zu sehen, was das gibt. Das scheint auf die, so der Kunde hat gemerkt, dass er hat Probleme mit dem Schaltgetriebe und das sind vier Teile zu wechseln. Aber ich habe schon Schaltgetriebe gewechselt und das werden wir auch machen. Übrigens, ich habe auch ein paar Mods installiert mit Wagen, das werden Sie auch sehen bei mir. Ich muss zugeben, dass ich mich auch Mühe für dieses Spiel, weil er ist interessant und ich habe auch sehr viel Lust dabei. So, wir gehen auf Testestreck und wie gesagt, jetzt wir können auf die Schrottplatz gehen und das werden wir auch machen in dieser Part. So, oh, ich habe noch einen Bolton Grand Mojave. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ah, der steht auf die. Okay, okay, okay. Gut, Moment. Erstmal mal diese Wagen. Wo ist diese Mojave? Ich habe es nicht gesehen. Sie haben auch gesehen, wie ich nur zwei Wagen, oder? Oder ist der auf die Parkplatz? Da frage ich mich auch. Gut, neue Aktualisierung ist auch gekommen auf dem Spiel. Jeden Tag wird sowieso Aktualisierung gemacht und ja, da fragen wir sich auch. Oh, wann wäre das wirklich endlich mal vorbei mit dieser ganzen Update? Aber die arbeiten auch sehr viel für Verbesserung für das Spiel. So, ich habe nichts gemerkt wegen dieser Schaltgetriebe. Das sieht gut aus. Wow, 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 wow. Ah, die Stoffdämpfer, die haben auch ein Problem, oder? Aber der hat es nicht gesagt, dass ich soll das wechseln, ne? Der Kunde. Der hat bestimmt nicht so viel Geld und. Jetzt Achtung. Jawohl. Und jetzt kriegt man die Bericht, aber normalerweise, ich glaube, dass ich muss die Schaltergetriebe durch ein anderes machen und ja, da kriegt man auch alles raus, was defekt ist.
Und übrigens, ja, wie ich habe ein Ersatzteilelager jetzt, da kann ich auch meine Teile ansetzen, die ich nicht brauche in meine Inventare. Ja, das ist schon interessant jetzt, ein Level hoch zu bekommen. Okay, ich hätte gerne auch mal Karosserie-Reparatur führen und auch Lackierei machen. Aber für die Lackierei braucht man die Stift 30. Und ich bin schon weit entfernt. Und wie gesagt, ja, sie haben auch verpasst eine Aufträge-Kampagne. Leider war meine Aufnahme so nicht so gut in Qualität. Das habe ich leider gesagt, ich bringe das nicht für euch, weil sie werden auch sagen, oh. So, Schaltgetriebe, Kupplung, Drücklager, Kupplungsscheibe. Wir haben schon drei Teile gefunden. Aber ich frage mich, da war eine SUV, aber ist der SUV auf die Parkplatz? Ich habe keine Ahnung. So, wir gehen auf die Parkplatz, ich weiß nicht. Nee, da ist keine Wagen. Aber warum hat er mir eingezeigt, dass ich habe noch eine SUV? Ah, Moment mal. Vielleicht ist er hier drin. Ich war noch nicht. Wie gesagt, ich war die letzte Zeit. Ah ja, hier ist er. Ha. Ah, jetzt ist etwas los in die Werkstatt, oder? Was war die Problem? Ich weiß auch nicht mehr. Oh ja. Sie sehen, dass mittlerweile ich kann so viel Wagen habe mittlerweile in dem Garage. Ein Problem mit die Bremse. Ah, okay. Okay, das könnte man noch machen, so schnell wie möglich. Aber erstmal machen wir die kleine Wagen fertig. Die geht am schnell, glaube ich. So, wo ist die? So. Jetzt Prüfungsmodus, nee, Auto bewegt, jawohl. Auf die Hebebühne A. So. Und dann machen wir schnell tick-tack diese Reparatur. So, aber die hat auch viel Rost, ne? Sie sehen so wie ich, dass sie hat Rost. Okay, jetzt schalte Getriebe, da muss ich. Wo ist die schalte Getriebe? Oh, nee, das ist eine Schaltergetriebe. Oh je, oh je. Da muss ich, okay, die Reife abmontieren. Oh ja. Okay. Das ist nicht so eine Schaltgetriebe, so wie andere Wagen. Ne? Aber wir machen es auch. Vielleicht gibt man noch ein paar Teile. Und jetzt durch diese neue Update, mittlerweile läuft auch besser das Spiel bei mir. Und da freue ich mich auch wieder drauf. So, jetzt muss ich gucken. Ah, ich muss trotzdem alles wegmachen. Haha. Ja. Oder? Tja, ich habe keine Wahl. Ich muss, für an die Reife zu kommen, muss ich alles. Jawohl, hintere Antriebswelle, jawohl. So. Nee. Da muss man das nicht demontieren. Ja. Jetzt muss ich die vordere Antriebswelle, nee, das muss ich auf die andere Seite machen. Ja. Ja, Sie sehen auch, dass manchmal Technik mit Auto, da ist manchmal kompliziert. Kein Auto hat dieselbe so, Technik. Gott sei Dank, weil sonst werden die Leute auch sagen, oh, du kaufst ein Mercedes, dann kaufst du auch eine Volvo oder so und das ist auch dieselbe Technik. Nee, nee. Gut, das ist auch gut so, dass alle Wagen haben Spezifikationen.
So, jetzt die Bremsklötze weg. Jawohl. Belüftet. Und jetzt der vordere Antrieb ist weg. Okay. Und jetzt ich guck mal. Da kann ich jetzt die vordere Antriebswelle, jawohl. Okay, und jetzt kann ich endlich mal die Getriebe auseinander machen. Aber vielleicht muss ich direkt an den Motor gehen. Das kann auch sein. Oder? Nee. Da kann ich nicht. Mit was ist das wieder fest? Aha. Aha. Da ist noch die Anlasser dazu und ja, ich muss an die Motor gehen. Okay. Okay. Normal, das ist eine Reparatur, die schnell geht. Aber mal sehen. Vielleicht kriege ich das schnell oder vielleicht nicht. So, Motor, jawohl. So, ne, ich will das nicht demontieren. Ich möchte an dem... Oh, wo sind wir jetzt? Bei der Batterie. Ah. Ja, ich muss wieder raus aus dieser Perspektive. Ich muss bestimmt auf die andere Seite gehen. Ja, und wie gesagt, ich versuche meine ganze Programm von letzte Woche fertig zu machen. Und nochmal, das klappt doch. Und wie gesagt, ich versuche mein Best für euch, aber wenn das klappt auch immer nicht, so kommt es manchmal. Wie gesagt, ach, die Anlasse. Dass die Aufnahmen waren nicht so gut, Qualität, da will ich auch nicht euch dazu bringen. So, Zugang vom Fahrwerk, okay, jetzt haben wir das, ach je, je, nur für einen Teil, Sie sehen, dass ich muss wieder die Wagen hoch machen. Aber, normal kriegt man das auch, Aufhängung, jawohl, so, und jetzt, die Antriebe. Oh je, das sind so viele Schrauben. Oh je, oh je. Aber so viele Schrauben sind auch gern gesehen, oder? So, und jetzt. Da muss man die Kupplung. Ah, Moment. Das haben wir jetzt gesehen. Die Kupplung Drückslager, die Kupplungsscheibe nicht noch. Die Kupplung Drückblatt, jawohl. Ja, ein Schaltgetriebe, Sie sehen, das ist schon auch kompliziert. So viel Riemen und. Aber das auch Technik, die auch die Wagen beschleunige. So, und die Schwunggrad. Also Sie sehen, ich habe jetzt alle Teile gefunden. Normal muss ich jetzt... Ich gehe wieder zurück. Zustand des Fahrzeugs. Jetzt einmal die Sache. Schaltgetriebe, Schwunggrad, Kupplungsscheibe, Kupplungsdrücklage. Okay. So, dann Tablette. Schaltgetriebe, R4, Kupplungsscheibe und ja, okay. Ich werde das auch sehen. So. So, Schaltgetriebe. Erstmal brauchen wir. Ich glaube, der Kupplungsdrückslager war auch kaputt. Hein? Ja, ja. Kupplungsscheibe. Ja, Schaltgetriebe R4, jawohl, das brauchen wir auch. Und der Schwunggrade war auch kaputt.
Okay. Jetzt ist die Sache nochmal erledigt mit dieser Reparatur. Und wir bauen zusammen und mal sehen, ob ich habe das richtig angekauft oder nicht. So. Aufhängung, jawohl. Ah. So. Jetzt Montage und Bauteile. Der Schwungrade, jawohl. Sie sehen, dass ich aber auch verschiedene Schwungrade. Kupplungsscheibe. Kupplungdrücksblatt, ja, die ist neue. Machen wir alles neu für den Kunde. Dass ich sage auch, oh, tolle, tolle Werkstatt. Ja, der Kunde sollte auch alles bekommen, was er braucht. So, oh, Moment, das war grün angezeigt. Wo grün ist angezeigt, muss ich die Teile reinsetzen. Schaltgetriebe, jawohl, neue. Und noch eine Schraube. Mittlerweile, ich brauche 6000 XP wieder für die nächste Stufe zu erreichen. Ha. Das ist immer so. Was haben wir jetzt noch? Er sagt mir, ja, ich kann jetzt diese vordere Antriebswelle reinbauen. Dann die vordere Antriebswelle, jawohl. Belüftet Bremsscheibe, das kann man auch jetzt wieder dran machen. Ja, er kriegt auch keine neue. Er hat auch nicht gesagt, ich brauche neue Teile. Oh, und ich habe ihm. Ich baue. Ach, mach nichts, mach nichts. Er kriegt neue Teile. Trotzdem, wo ich habe nicht aufgepasst, dass ich habe alles neu und ja, egal. Der Kunde, vielleicht gibt er mich ein bisschen mehr Geld. Wo ich habe jetzt 5% mehr Geld gewinne mit Reparaturauftrag. Ne? Das ist auch schön, manchmal schön viele. So, das ist auch okay. Die erste Seite ist gemacht. Jetzt machen wir auf die andere Seite. Montagemodus. Belüftet Bremsscheiben noch nicht. Muss man erstmal die vordere Antriebswelle. Und Schraube, jawohl. Belüftet Bremsscheiben. Lüfterbremsscheibe, jawohl. Bremsklötze, jawohl. Und ich glaube, da hat er auch schon einige Teile wieder neu mit mir. Ne? Der mal gewinnt, der Kunde. Dann kann der auch sagen: Oh, ich habe eine tolle Werkstatt gefunden. Dem Typ repariere alles Neue. Oh, die Teile, die nicht gefragt. Ja. Im Defekt mache ich keine Bonus, aber ist egal, ich habe auch Teile gekauft und muss man auch dabei mitrechnen, das ab und zu. So, und jetzt. Ich hoffe, dass wir aber noch Zeit zu machen, was ich wollte noch machen mit euch. Schuppe besuche und so eine schöne. Und dann wollte ich auch kurz auf die Schrottplatz. Weil wir brauchen noch Teil für die Wagen, was ich habe jetzt zu restaurieren. So, jetzt gehen wir auf Montagemodus, dann ist das auch erledigt. Ja. Jetzt die Anlasser. Ah, der hat auch einen guten Anlasser. Ne? Er ist noch fast noch nicht ganz neu, aber er geht schon. So, und jetzt ist der Auftrag fertig. Ich guck mal, normal ist der Auftrag fertig. Jawohl, der Auftrag ist fertig und das bringt uns 2987. Okay.
Da ist ein bisschen plus Geld reingekommen. Okay, wie gesagt, wir gehen auf die Suche nach Teile für. Was ist das für ein Wagen? Ich habe auch vergessen. Ich muss auch nicht Teile kaufen, der unnötig ist. So, das ist eine. Was ist das? Ein Bolt Cap F-Mil. Okay. Bolt Cap F-Mil. Dann wir machen erstmal einen Schub, aber ich sehe, dass die Schub, die haben noch Zeitlimit. Die letzte Mal habe ich eine gemacht, weil das war mit Zeitangabe, dass die wäre schnell abgelaufen. Und da will ich auch nicht die Zeit immer ablaufen lassen, dass ich aber auch nicht die Schub wieder. Weil wenn sie besucht einen Schub, dann geht das weg von der Karte und kommt irgendwann in dem Laufe von der Zeit. So, ich bin mal gespannt, was man findet. Vielleicht ist doch eine Wagen interessant zu kaufen. Mit 30.000. So, Sie sehen, wir sind in einem Schub. Und dann steht immer Schrott. Muss mal gucken, was haben wir hier. So, ein Sitze. Eine Spiegel voranrotzte. Nee, da habe ich kein Interesse. So, wie gesagt, wir müssen immer gucken auf die Schrotte. So, da haben wir ein Bolt Reptilia Motorhaube, ein Royal Blanco, ein Castor Earthquake Vorderecke, okay. Vordere Stoßstange, ein Kraftstoffverteiler für ein Mazda. Ah, das kann ich auch nehmen. Mal sehen, vielleicht kaufe ich mir auch ein Mazda. So, erstmal, wie gesagt, Schrott sammeln. Das ist unbedingt was. Ah, ein Nockenwedel, okay, das könnte man kaufen. Ein Drosselklapp V8, ja, warum nicht? Ein Mazda RX-7, jawohl. So, aber ich habe immer keinen Teil für meine Wagen. Sie sehen auch, eh? So, hier ist keine Schrott mehr, aber doch hier. An Dalry Custom, an Mazda RX3, jawohl, das könnte man kaufen. Und wie gesagt, die Teile, wenn man kaufen die Teile, die sind sehr günstig, eh? Das muss ich euch zugeben. Ein Luftfilter. Soll man ein Luftfilter? Nee, die Antriebswelle, ja. Luftfilter, ich glaube, der wird kaputt gehen. Ich habe kein Interesse. So. Aber das ist ein kleines Schön, ne? Wie ich sehe. Was ist das für eine? Ist nur ein Auto drin? Ah, das gibt's doch nicht. Ich habe gedacht, das kriegt man noch eine. Schrotte. Was haben wir hier? Schrotte. Zylinderkopf V6, ja, das könnte man nehmen. Mazda RX3, ja, nehme ich auch mit. Alles mit Mazda nehme ich auch mit. Weil vielleicht kauft man einen Mazda. So, was ist das für ein Auto? Ein Chieftain TBX. Boah, 19.000. Für den Schrott? Nee, nee, nee. Da machen wir Verluste. Da machen wir Verluste. Ist nur ein Auto. Ah, das gibt's doch nicht. Ein kleines Schön, nur mit einem Auto. Aber die Auto ist nicht interessant für mich. Und normal habe ich alles Schrott gemacht. Ja, okay. Wir gehen raus. Wir gehen zur Garage. Und Sie sehen, das kostet nicht so viel Geld. Alles, was ich habe gekauft. Und wir machen schnell noch die Schrottplatz. Und dann ich beende diese Part. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Überblick jetzt geschafft. Mittlerweile die Werkstatt ist groß. Ich habe mein erstes Auto gekauft für Renovierung, aber ich habe für den Moment keine Teile gefunden. Das kann sein, dass ich muss wieder drauflegen. Mal sehen, mal sehen. Ich glaube, ab die nächste Part werde ich anfangen mit Reparatur. So, Renovierung zu machen. Weil, wie gesagt, ist nur, was ich habe gesehen, ein Sitzer zu kaufen,
Der Motor zum Reparieren und mehr ist das nicht. So, ich hoffe mal. Werd mal sehen. Aber mit dem Motor kriegt man viel Arbeit. Das muss ich euch zugeben, weil die Motor muss ich komplett auseinanderbauen. So, wir kommen gleich zurück, jawohl. Wir sind auch zurück. So. Und jetzt gehen wir auf die Schrottplatz. Und jetzt mal sehen auf die Schrottplatz, was ist zur Verfügung. Und vielleicht werden wir auch sehen, meine paar Mods, die installiere aus Auto. Aber ich sage euch nichts für den Moment. Werden mal sehen. Weil auf die Schrottplatz kann man auch Wagen kaufen, aber die sind komplett in einem Zustand, ja, Schrott. Die sind noch mehr schlimm als in die Schöne. Sie werden sehen. So, erstmal ein bisschen Schrott sammeln. Was haben wir hier? So, wir haben ein Abgaskrümmer V8, ja, das könnte man nehmen. Felge, nee. An Sitze, ne. An Auspuff, nee. Oh, der vordere Arschträger Typ E, der ist in gutem Zustand, mein Lieber. Der ist fast neu. Okay, deutsche Link, ja, das könnte man auch nehmen. Und was haben wir hier? Zylinderkopf V8. Ja, ich will auch nicht alles sammeln, einfach so. So, wir schauen, wo ist ein Auto zu kaufen? Ah, hier ist ein Auto. Oh, das aussehen wie eine BMW. Aber ja, das ist, die kann man nicht kaufen, oder? So, was haben wir hier? Toyota Celica. Oh, ja, übrig. Das gibt auch ein Toyota Celica GT 4 bei mir in Mods installieren. Oh, Slick. Kann man auch Slick-Reif kaufen? Oh ja, das nehmen wir auch mit. Mazda RX-7, linke Scheinwerfer, jawohl. Das kann man auch nehmen. Ein Lenkrad, ja. Vielleicht kriegt man auch das in gutem Zustand. Linken Dämmerwischen. Aber für einen Dodge Challenger, okay. Aber bis jetzt habe ich einen guten Einkauf gefunden. So, mal sehen. Ja, wir schauen alles zusammen über diesen Schrottplatz. Ah, hier ist ein Auto zu kaufen, zum Beispiel. Wie viel kostet die? 8000. Oh je, oh je. Und das ist eine Bolt Atlanta. Nee, nee, nee. Da habe ich kein Interesse. So. Aber hier ist noch. Ah, schaut ihr das an? Habt ihr das gesehen? So, hier kann man das kaufen. Nee, zur Garage. Kann man nicht. Okay. Ich verrate euch nicht, was das ist für ein Auto. Eh? Sie sehen auch. Ferrari. Haha. Wie viel kostet die? Das ist eine Mods übrig. Eh? Ferrari 250 GT Berlinetta. Die kostet 23.000. Aber wenn die ist repariert, oh je. Da kann man super viel Profit machen. Okay, aber bis jetzt, da habe ich nichts großartig gesehen. Aber nochmal für die Crème von der Crème. Schrott. Oh, kann man auch gucken wieder. Was haben wir für auf die Schrott? Oh, nee. Ich weiß nicht, wie. Ja, nehmen wir mit. Vielleicht brauchen wir auch irgendwann diese Royal Crown. Er war in gutem Zustand. Oh, hier ist auch ein guter Teil in gutem Zustand. Ja, ab und zu, wie ich sehe, das ist nicht nur alles Schrott. Ah, ein Filter. Okay, das könnte man nehmen. Ein Kurbelwell V8. Ja, das nehmen wir auch mit.
Ja, ich weiß nicht, wie viel wird mich alles kosten. Weil da waren schon zwei, drei Teile. Oh, ist keine Waage hier. Normal, wenn ich werde auch sagen, jetzt gerade ich habe 23.000 zu investieren, nehme ich diese Ferrari, aber das wäre dann. Das wird sich nicht rentieren für mich am Anfang. So, okay. Sie haben auch gesehen, wir machen noch diese Schrott. Hier, was haben wir hier? Aha, Royal Bianco, ja, das könnte man auch mitnehmen. Vielleicht muss ich Teil reparieren von Kunde und. So, ich werde sagen, wir gehen zur Garage. Wie viel kostet das? Oh, Sie sehen, mit alle noch, so, das sind vier Teile, die noch in gutem Zustand. Und da sparen wir auch für Geld, ey. Okay, wir gehen zurück und ich werde sagen, ich beende diese Part. Und wir sehen uns sowieso in den nächsten Tagen mit einer neuen Folge. Und unser Projekt geht weiter. Ich hoffe, Sie haben auch Spaß und noch Interesse dazu. Wie gesagt, mit dem neuen Auto, da kriegt man ach, viel zu tun. Ich weiß nicht ganz genau, wie da werde ich das schaffen, aber glauben Sie mir, die ganze Motor durch eine andere zu abbauen und wieder umbauen, oh je, das wird ein paar Zeit kosten. Aber, okay. Ich bedanke mich noch für's Zuschauen und wir sehen uns in die nächste Folge wieder von Car Mechanic Simulator 2018. Bleiben Sie dran und viel Spaß weiterhin und ciao, mach's gut.